erste Album nur mit Eigenkompositionen. Zum Beispiel das Geisterhaus. Die hat jetzt schon gruselt, wenn man das nur hört. Das Klavier steht im Zentrum dieses Albums. Klavierstücke, die man auch alleine auf Klavier spielen kann. Ich hatte das große Glück, mit dem Babelsberger Filmorchester zusammenzuarbeiten. Kennen tue ich Joja, ich denke ungefähr seit 1997. Da habe ich ihn zum ersten Mal kennengelernt auf einem gemeinsamen Gig, das heißt, er ist eingestiegen. Und gearbeitet habe ich zuerst für ihn 98, 99, weiß man, die ersten beiden Arrangements. Das Besondere an Joja ist seine eigentlich einzigartige Mischung. Jazz, aber er hat natürlich auch ganz andere Facetten und eigentlich auch einen klassischen Ansatz. Das ist wie so eine Wundertüte von verschiedenen Sachen, die er aber zu seinem ganz persönlichen Stil verbindet. Was es beim Schreiben sehr interessant macht für ihn, muss man sagen.